Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Siberia, The World Before. Ja, jetzt haben wir endlich unser Geschäft Müller und Söhne. Jetzt lesen wir erstmal, was Inventur. Hier steht. In dringenden Fällen dreimal klingeln. Was ist jetzt zu? Da werden wir dreimal klingeln. Kann ich helfen? Ja, tut mir leid, wenn ich störe. Ja. Hi. Ich meine, guten Tag, Herr Müller. Guten Tag, Fräulein. Ich mache Inventur, bin beschäftigt. Oh, tut mir leid, Sie zu stören. Aber wenn ich darf, würde ich Ihnen gerne ein Bild zeigen. Ein Bild? Ja, von jemandem, den ich suche. Eine junge Frau, die aussah wie ich. Ich habe viel zu tun. Aber na gut, ich höre. Sehen Sie? Hier steht der Name Ihres Geschäfts. Ja, das Etikett kommt definitiv von ihr. Ist aber sehr alt. Es ist der einzige Hinweis, den ich auf den Verbleib der Frau habe. Verstehe. Ich vermute, wem auch immer das Bild gehörte, muss hier Kunde gewesen sein. Bevor das Gemälde im Zweiten Weltkrieg von den braunen Schatten gestohlen wurde. Das ist sehr gut möglich. Das war, als der Laden noch Künstlerbedarf verkaufte. Wie Sie sehen, haben wir solche Artikel nicht mehr im Angebot. Dürfte ich vielleicht mal sehen? Nur zu gern. Wissen Sie vielleicht etwas über den Künstler? Nun ja, ich würde sagen, der Stil ist naturalistisch. Was bei dem Datum ja auch Sinn ergibt. Die Signatur ist sehr blass. Soweit ich das erkennen kann. Nein, nein, der Name sagt mir nichts. Tut mir leid, Fräulein. Mir wurde gesagt, ich sehe aus wie die abgebildete Frau. Zweifellos etwas übertrieben. Aber wissen Sie eventuell, wer sie gewesen sein könnte? Das ist keine Übertreibung, Fräulein. Tatsächlich sieht sie aus wie Sie. Aber pardon, ich kenne sie nicht. Wie kann es sein, dass die Rolle aus Ihrem Laden kommt? Dem Datum nach muss das Bild zu Zeiten meines Großvaters gemalt worden sein. Damals haben wir noch Künstlerbedarf verkauft. Mit dieser Art von Rolle wurden Gemälde geschützt. Oder Dokumente, ein Manuskript oder auch Musiknoten. Ansonsten kann ich Ihnen nicht viel mehr sagen. Schade, Sie waren meine letzte Hoffnung. Ich kann Ihnen sagen, wo es gemalt wurde, falls das hilft. Oh? Ja, ich bin mir sicher. Das ist die Berghütte am Silberspiegel. Im Hintergrund kann man den Bergkessel sehen. Er liegt oberhalb von Wagen und zieht sich bis zur Schweizer Grenze. Aha. Man kommt mit der Tram hin, nach Südosten und an der Endstation raus. Danke. Okay. Sie haben mir sehr geholfen. Es ist aber noch eine ordentliche Wanderung bis zur Hütte. Oh, das schaffe ich. Brauchen Sie noch etwas? Tatsächlich, ja. Ich habe in Ihrem Schaufenster etwas gesehen, dort. Eine Metallkugel, in der das mechanische Herz eines Automaten funktionieren könnte, das ich besitze. Ja, sie ist ein echter Vorarlberg. Dürfte ich es mal probieren? Aber natürlich. Ich hole sie. Darf mal gespannt sein, was das für ein Ding ist. Bitte schön. Danke.
Sie hat sich bewegt. Vielleicht kann man sie öffnen. Sie hat sich bewegt. Vielleicht kann man sie öffnen. Irgendwas klemmt da. Irgendwas klemmt da. Sieht aus, als wäre da etwas unter den Schuppen. Falsch. Nochmal von vorn. Falsch. Nochmal von vorn. Falsch. Nochmal von vorn. Ich habe auf den Schuppen um die Zahnräder herum einige Zeichen gesehen. Sieht aus, als müsste ich sie auf eine bestimmte Kombination einstellen. Ich habe auf den Schuppen um die Zahnräder herum einige Zeichen gesehen. Sieht aus, als müsste ich sie auf eine bestimmte Kombination einstellen. Falsch. Nochmal von vorn. Falsch. Nochmal von vorn. Ja, aber auf welche Kombination? Das ist ja hier die Frage. Falsch. Nochmal von vorn. Vielleicht finde ich einen Hinweis auf die Kombination, wenn ich mir die Kugel genau ansehe. Okay. Ah. 293670. 293670. Vorarlberg-Schloss. Vielleicht mit der Spielung? Unmöglich. Nee. Das funktioniert nicht. Ich versuche besser etwas anderes. Ein Element der Kugel scheint unter den großen Schuppen festzustecken. Ein Vorarlberg-Schloss.
Ah. Na, Wahnsinn. Das ist hier der Schlüssel, würde ich mal sagen. Der Miniaturgegenstand. Wo ist denn hier jetzt dieses Dingens? Ah, da. Passt nicht. Irgendwas muss mir bei dem Gerät entgangen sein. Mhm. Ist auf jeden Fall nichts mehr. Fragen wir noch mal. Ich muss mir den seltsamen Metallstab näher ansehen. Okay, sehen wir uns mal näher an. Ah, jetzt. Jetzt schaut's doch besser aus. Ah. Jetzt tut sich was und da passt auch das Herz rein. Tatsache. Sie wieder am Leben sind. Ich bin ebenfalls entzückt, Kate Walker. Doch meine internen Prozesse scheinen gestört zu sein. Die Instinkte dieses Wirtskörpers widersprechen den meinen und... Oscar, ist alles okay? Oscar, nein, bleiben Sie hier! Oh weh, ich habe keine Kontrolle. Hilfe, bitte, Kate Walker, Hilfe! Oscar, wo wollen Sie hin? Ich kann nicht anders, Kate Walker. Es zieht mich fort. Oscar, halt! Kommen Sie zurück! Ich bin außer Kontrolle, Kate Walker. Hilfe! Hey, was zum... Das Ding ist verrückt! Oscar, antworten Sie mir! Haben Sie einen Automaten gesehen? Einem kleinen Tier ähnlich. Oh, allerdings. Der kleine Schlingel ist in dieser Truhe verschwunden. Und? Haben Sie den Schlüssel? Oh, ich habe eine Menge davon an meinem Stand. Suchen Sie sich den richtigen aus und dann verschwinden Sie mit Ihrem blöden Schoßtier. Durchhalten, Oscar. Bleiben Sie, wo Sie sind, okay? Das sollte in dieser Lage kein Problem sein, Kate Walker. Aber bitte beeilen Sie sich. Die Instinkte dieses Wirtskörpers kämpfen um die Kontrolle über mich. So, ich schau mal jetzt mal, ob wir hier irgendwo einen Schlüssel finden. So, das könnte das sein. Hoffe ich doch mal.
Ich warne Sie. Sie müssen für den Schaden aufkommen, den dieses Tier anrichtet. Ach so. Der war's nicht. Der war's nicht, der Schlüssel. Dann müssen wir uns einen anderen nehmen. Nehmen wir den. Auch nicht. Okay, könnte sonst noch ein Schlüssel sein. Wir müssen den Schlüssel zu dieser Truhe finden. Jo, das dachte ich mir schon fast. Da haben wir noch einen. Haben wir anscheinend keinen. Im Moment noch. Schauen wir mal, haben wir noch einen irgendwo? Da. Ah, da liegt auch noch einer. Okay. Hoffe ich erstmal, dass es der ist. Ah, der ist es. Der ist es. Ah, da sind sie. Oscar! Nein! Nicht! Oscar, nicht bewegen! Ah, da sind sie ja! Verzeihung, Kate Walker. Es scheint, ich bin nicht in der Lage, die Instinkte dieses Körpers zu lenken. Er bewegt sich nicht. Durchhalten, Oscar. Ich finde etwas, um ihn herauszuscheuchen. Ich meine, Sie oder so. Sie wissen, was ich meine. Bitte machen Sie schnell, Kate Walker! Da haben wir anscheinend nichts. Oscar, wo sind Sie? Nein, den kann ich nicht. Hey, Moment mal. Kate Walker, was machen? Tut mir leid, Oscar. Etwas anderes ist mir nicht eingefallen. Sie müssen dagegen ankämpfen, Oscar. Hilfe! Das Ding ist verrückt! Stimmt, der Oscar. Ach, da ist Kämpfen er. Kämpfen Sie, Oscar! Es geht nicht! Sie schaffen das, Oscar! Ich weiß es! Er sitzt in einer Sackgasse fest. Jetzt habe ich ihn! Ja, jetzt holen wir uns! Kommen wir hier jetzt wieder weg? Wo ist er? Hier hinten vielleicht. Nee. Oscar, was tun Sie da? Ich kann die infernalischen Instinkte der Kreatur nicht steuern.
Helfen Sie mir bitte. Okay, ganz ruhig. Braver Junge. So ist es gut. Brav. Komm her. Braves Tier. Komm jetzt her. Oh, so ein braver Junge. Komm. Wer will ein Leckerli? Wenn du jetzt herkommst, gebe ich dir eins. Komm schon her. Oscar! Oscar, nicht! Oscar! Oscar, bitte! Kommen Sie zurück! Ich brauche Sie! Tja, das war's dann mit dem Oscar. Es ist einmal kurzzeitig verschwunden. Aber war doch mal ganz witzig und ganz interessant, finde ich. Und mit diesen Bildern beende ich dann auch wieder die Folge. Freue mich schon auf die nächste. Ist ja wirklich so eine super Story. Ganz nett gemacht und ich bin immer wieder begeistert von der tollen Grafik. Jetzt lassen wir mal das noch hier zu Ende laufen, die Szene. Genau. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.